Hallo, willkommen zurück bei Busmechanik Simulator. Jetzt fährt gerade der nächste rein. Gucken wir mal, was für ein Auto ist. Ja. Dann schauen wir doch mal, wie viele Punkte haben wir überhaupt. Mal kurz gucken. 4-3, oh, da fehlt noch was. Okay, gut. Was müssen wir tun? Der Fahrer hat einen Ausfall der vorderen Matrixanzeige gemeldet. Okay, das hat man letztes Mal schon mal. Nehmen wir gleich mal hier den Vierkantschlüssel. Und los. Na? So. Sieht man da irgendwas? Bis jetzt nicht. Okay, müssen wir mal kurz gucken, ob da was ist. Na? Rutsch mal ab hier. Ne, 100, okay. Hundert. Hä? Ja, da ist doch gar nichts. Nö, da ist doch nichts. Okay, dann was wieder dran. Dann nicht. Bauteiltausch erforderlich. Radbolzen. Wo ist es? Kurz gucken. Der Mittel. Nee, der ist hinten. Okay, hinten. Müsste hier sein. Radmutter. Hä? Okay, da komme ich nicht hin. Muss ich verarschen? Da hinten sind die. Na, geh raus. Ne, da komme ich nicht hin. Muss es hochmachen. Ah, das Ding hoch. Okay. Nehmen wir gleich den Schrauber mit. Wo ist der? Da. Machen wir es doch mal weg. The best hits this side of the station. Only on VGBM, the Spaz. Hä? Ah, jetzt. Na komm, was ist jetzt? Ist mal erwischt hier? Eine noch. Jetzt. Ah, da ist er doch. Okay.
schauen wir, dass wir einen herkriegen. Hinterachse. Wie heißt das Ding? Ach so, wir haben einen. Moment. Können wir den da reinmachen? So. Okay. Vorteil, wenn man schon mal was auf Vorrat hat. So. EDC Steuerleitung, was ist das denn? Okay. Da unten. Oh, ich sehe schon, da ist was Braunes. Ja, genau. Okay, dann holen wir gleich mal eine. Müsste Hinterachse sein. Kannst du schlecht lesen hier? Nee, warte mal, Steuerung. EDC. Da. Oh man, can you believe that song? Give me a break. Ich hoffe, das war das Richtige. Pass me a door while you're at it. Ja, war richtig. Okay. Gut. Nächstes. Ausfall der Fahrerplatzleuchte. Okay. Machen wir erstmal den Ding runter. Wieder reingehen. Okay. Ja, kaputt. Okay, das war wieder klar. Wir brauchen so ein Ratsche, so eine Ratsche. Eine Ratsche, die Ratsche. So. Haben wir noch eine? Nö. Meine holen. Gut, gut. Das war hier. Holen wir gleich mal ein paar. Das nächste Mal. Und ran. So. Nächstes. Die Stoßdämpfer der Vorderachse müssen gewechselt werden. Können wir schon mal die Tür zu machen? Brauchen wir nicht mehr. Okay.
this Dose Damper. Ja, das war ja klar wieder, dass man da nicht hinkommt. Listening to the raddest 80s in history. Machen wir das auch gleich weg hier. Ach so, unten. Stimmt ja. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen haben. Ja, das will er wieder nicht, ne? Okay, wir haben keinen mehr. Gut, wieder einholen. Stoßdämpfer, wo ist der? Wo ist der? Hier. Zwei Stück. Okay. Und hier auch. Sehr gut. Alles geschafft. Dann können wir ihn jetzt rausschicken. Wunderbar. Das ist doch toll. So, oh, wir haben fast 5000 Punkte. Das passt doch. Dann können wir gleich das nächste höhere freischalten. Oh nein. Ich glaube, die Räder sind kaputt, was? Sieht schon so aus. Der Fahrer hat den Ausfall der seitlichen Matrixanzeige gemeldet. Okay. Alles klar. Das heißt, wir müssen erstmal in den Bus rein. So, dann schauen wir doch mal. Also hier scheint nichts zu sein. Da scheint auch nichts zu sein. 100. 100. Okay, da schauen wir nichts kaputt. Gucken wir hier mal. 100. 100. 100. Hä? 100. 100. Hä? Da ist doch nichts. Das da? Da ist aber nichts. Dann nicht. Ignorieren wir das einfach. Der Fahrer hat einen Ausfall an den vorderen Fahrtrichtungsleuchten gemeldet. Okay, das sind diese Dinger unten. Ich glaube, da hätte man auch drauf kommen können. Da ist aber nichts. Ah, doch hier. Hier, Fahrtrichtungsanzeiger vorne links.
dieses Teil da. Okay, vorne links muss ich gucken. Da. Okay, das geht ja noch. Hä? Lichtscheibe? Hallo? Was geht denn? Verarschen? Ne, die Lichtscheibe oder was jetzt? Hä? Ach so, Lichtscheibe. Falsche Ding. Okay, nochmal. VGBM, the Spaz. Das da. Mein Gott. Okay, das andere können wir lassen. Vielleicht brauchen wir es mal irgendwann. Nicht gegen die Scheibe laufen. Na jetzt. Hallo. So, jetzt. Okay. Gut. Der Fahrer hat den Ausfall an den zeitlichen. Okay. Das sind die alle. Ah ne, das ist nur vorne. Okay. Ja gut. Die kann man ja gucken. Gucken. Das scheint nichts. Muss ich runterfallen. 100. Da ist aber nichts. Hä? Da ja. Verstehe nicht. Okay, da ist nichts. Zack. Die Kartusche des Lufttrockners muss gewechselt werden. Okay. Kartusche. Dieses Ding hier, okay. Da haben wir genug von. Wunderbar. An den Haltegriffen, okay. Also an den Schlaufen. Müssen wir wieder reingehen. Okay. Ja, dann ist dieses eine Ding da. Ist da kaputt. Okay. Halteschlaufe, Klemme. Na dann. Gut, wo gibt's das denn? Oh man, can you think of a song with more horsepower? I sure can't. Time to switch gears. Here's an old classic with keine Ahnung. Getriebe. Ja, warte mal im anderen Raum, oder? Was ich hin? Ne, da nicht. Ah, hier. Da.
Genau. So, dann können wir das dran machen. Zack. Okay. Alle Reifen müssen gewechselt werden, natürlich. Der Kraftstofffilter. Na gut. Kraftstofffilter. Wo ist der? Ist das Ding dahin? Ja, natürlich. Machen wir das noch raus hier. Mist. Okay, wo ist das hier? Klima, Klima, Klima. Oh Gott. Da. Das ist Teil. Den bauen wir noch ein. Die Reifen machen wir in der nächsten Folge. Weil das ist jetzt zu viel für die Folge. Huh. Machen wir wieder gleich die Kabel wieder ran. Here's a hit to get you moving. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Bus Mechanic Simulator und dann machen wir klar Schiff mit den Reifen. Bis dann. Tschüss.